Geschätzte Damen und Herren, ich spreche für die Orden ganz allgemein, nicht nur für die Männerorden, auch für die Frauenorden. Schwester Beatrix Meierhofer, die Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden, kann leider heute nicht hier sein. Die Ordensgemeinschaften sind seit jeher Orte der Spiritualität und des sozialen Engagements. In dieser langen Tradition führen verschiedenste Ordensgemeinschaften Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen. Sie kümmern sich um Obdachlose, geben Flüchtlingen Unterkunft oder bieten Frauen, die Opfer vom Menschenhandel geworden sind, Schutz und Beratung. Die sozialen Werke und Einrichtungen der Ordensgemeinschaften sind wie ein Seismograph. Seismographen, die die sozialen Entwicklungen wahrnehmen, in unserer Arbeit mit Menschen an den Rändern und mit Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen, spüren wir unmittelbar, wie die Not größer wird. Und dafür möchte ich ein paar Beispiele geben. Nehmen wir zum Beispiel das Finzestüberl für Obdachlose der Barmherzigen Schwestern in Linz, wo gegen Monatsende die Menschen immer mehr werden, weil das Geld nicht reicht. Gegen Monatsende mischen sich auch immer mehr Menschen unter die Hilfesuchenden, die dort eigentlich gar nicht hingehören. Die stille Not treibt sie dorthin. Soll das noch mehr werden? Oder durchaus kann man hier auch die Ordensschulen anführen, die schon jetzt finanziell zu wenig ausgestatteten Familien oder Alleinerziehenden mit Kindern den Schulbesuch durch Unterstützung, durch Ermäßigung oder Erlassen des Schulgeldes, die gar nicht die Möglichkeit geben, ihre Kinder in diese Schulen zu schicken. Viele Kinder würden von klein auf das Ausgeschlossensein lernen und ertragen müssen. Oder ich denke da auch gerade die barmherzigen Brüder hier in Wien. Ich weiß, dass sie eine eigene Ambulanz haben für Nichtversicherte, für mittellose Patienten. Es sind Tausende, die hier in diesem Krankenhaus der barmherzigen Brüder ohne bezahlen zu müssen behandelt werden. Die sozialen Werke und Einrichtungen der Ordensgemeinschaften entstanden lange, bevor es den Sozialstaat gab. Der Sozialstaat ist institutionalisierte Solidarität. Ohne Sozialstaat, so sagen uns die Expertinnen und Experten, wären über 40% der Menschen in Österreich armutsgefährdet. Ordensgemeinschaft, so hat es einmal jemand ausgedrückt, sind wie Komplementärmedizin. Sie können nur eine Ergänzung, aber natürlich kein Ersatz sein für den Sozialstaat. Als Ordensgemeinschaften erheben wir daher die Stimme dafür, dass der Sozialstaat weiterentwickelt und erneuert wird. Wir möchten nicht zusehen, wie Menschen in unterschiedliche Klassen eingeteilt werden. Die einen wissen nicht, wohin mit dem Geld und mit dem Reichtum. Bei den anderen kann die Mindestsicherung nicht niedrig genug sein. Ist es fair, wenn sie gerade bis zur Monatsmitte ausreicht? Es macht uns betroffen, wenn Politikerinnen über Menschen wie über Zahlen sprechen und nicht wahrnehmen, welche Folgen ihr politisches Handeln für einzelne Menschen hat. In welche Verzweiflung, in welche Unsicherheit, in welche Not sie damit Menschen stürzen, indem man ihnen das ihnen Zustehende, nämlich das Lebensnotwendige und damit auch soziale Teilhabe vorenthält. Es bestürzt uns, dass solche Sparmaßnahmen an den Schwächsten wie wünschenswerte Fastendiäten angepriesen werden. Welche Assoziationen sollte ein Begriff wie Mindestsicherung Leid sonst wecken? Ordensgemeinschaften möchten in dieser Zeit der wachsenden sozialen Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Unsicherheit ihre Stimme erheben. Wir werden auch weiterhin schnell diagnostizieren und auf nötig geschwind reagieren. Wir werden uns weiter solidarisch zeigen, wo Unvorhergesehenes eintritt, wie etwa bei den Schutzsuchenden im Vorjahr oder immer noch und wahrscheinlich in Zukunft wieder mehr.
Ja, wir werden alles daran setzen, unseren sozialen Engagement nicht nachzulassen, um vielleicht auch noch besser zu werden. Wir müssen und wollen als Ordensgemeinschaften aber gerade auch Anwälte, Anwältin sein für sozial gerechte Strukturen und uns für solidarische Antworten auf die brennenden sozialen Fragen unserer Zeit einsetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.